Die Regionalabende sind eine Veranstaltungsreihe, die wir zwei, dreimal im Monat machen, immer freitags. Und wir verkochen eben die regionalen Produkte der Saison entsprechend und bieten auch an diesen Abenden eben nur ein Menü an mit der Getränkebegleitung. Also wir haben ja jede Menge regionaler Produzenten und ich habe mir gedacht, jetzt ist es Zeit, mit den Regionalabenden zu beginnen und die Produzenten direkt an diesen speziellen Abenden in unser Restaurant einzuladen. Wir sind die Familie Krenn und wohnen da in Rabau, ganz genau gesagt in Königsberg. Ja, wir seit 1995 tun wir die Milchverarbeitung. Ja, wir haben damals auch wesentlich weniger Kühe gehabt. Wir haben jetzt um die 30 Kühe. Und die Milch, die wir da von den Kühen haben, die verarbeiten wir. Das sind so zwischen 700 und 800 Liter Milch, die wir da im Tag haben. Und aus denen stellen wir unsere Produkte her. Also wir machen jeden Tag was anderes. Einmal Käse, einmal Topfen, einmal Joghurt und dann Schuhmilch zweimal in der Woche. Raimund, mich freut es, dass du auf unseren Betrieb gekommen bist. Du bist eh schon doch einig mal da gewesen, aber nochmal freut es mich, dass du als regionaler Wirt die allen anfängst, weil ich früher noch über das Thema noch gar nicht nachgedacht habe, schon im Glas am Teller schon so regional unterwegs warst. Wenn es in der Region Säfte gibt, dann habe ich mir gedacht, wird es ja wohl möglich sein, dass wir die aus der Region beziehen. Du hast ja eine große Produktauswahl. Was machst du am liebsten mit? Was arbeitest du am liebsten da? Jeder sucht sich vielleicht eine Geschichte aus, hinter der er ganz besonders unterwegs ist. Und bei uns zum Beispiel sind es die sortenreinen Apfelsäfte. Das schönste Erlebnis war für mich eigentlich, dass man mit dir über Sortiment und Qualität reden können und nicht unter Preis. Grundsätzlich haben wir hier liegen ein sogenanntes Dry-Age-Beef. Das ist ein trocken gereiftes Fleisch. Das ist eine alte Form der Fleischreifung. Ich bin auf die Idee gekommen, indem ich in einem Steakhouse war, habe das dort gesehen und habe mir gedacht, das muss man ausprobieren. Wichtig ist bei der ganzen, bei dem Dreieck-Beef, dass wir endlich einen Produzenten haben, wo garantiert ist, dass dieses Fleisch auch aus der näheren Umgebung, aus dem steirischen Vulkanland oder aus der Südoststeiermark kommt. Also an diesem Abend gibt es natürlich auch eine spezielle Speisekarte, wo mehr Information drinnen ist über das Lebensmittel, über die Getränke und auch über die Produzenten. Genießen wir mehr das, was gerade Saison hat. Wir müssen die Lebensmittel, die gerade wachsen, einfach mehr wertschätzen. Bei uns wachsen sie, bis sie reif sind, das Obst oder das Fleisch auch, und dann schmeckt es auch dementsprechend.